Speedlink hat das eigene Portfolio an Hardware wieder aufgestockt. Seit Oktober ist nun auch die neue Gaming-Soundbar Gravity RGB im Handel erhältlich. Nachdem wir in diesem Jahr bereits das Gravity RGB 2.1 Soundsystem getestet haben, dürfen wir uns nun auch aktuell die Soundbar etwas genauer anschauen. Was diese so alles verspricht, das klären wir in unserem Review, aber erst gleich, nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen hier auf GameKontrast.de. Mein Name ist Gerrit und heute dreht sich mal wieder alles um Hardware und es gibt auch mal wieder etwas auf die Ohren. Wenn du als Gamer nicht nur am PC zockst und nach einer Soundbar für den heimischen TV suchst, jedoch Preise wie von Razer und Co. dich jenseits der 200 Euro eher abschrecken, dann könnte die neue Soundbar von Speedlink etwas für dich sein. Mit der Gravity RGB Soundbar bietet Speedlink nun auch eine echte Allround-Lösung für Gamer. Die Soundbar kann nämlich sowohl am TV, PC, Laptop oder auch am Tablet und dem Smartphone verwendet werden. Und das Positive daran, sie kostet nur 39,99 € UVP vom Hersteller Speedlink. Doch schauen wir uns zunächst die technischen Spezifikationen etwas genauer an. Die Soundbar selbst ist 42 cm lang, 6,4 cm breit und 7 cm hoch und wiegt dabei nur 640 Gramm. Die zwei verbauten Speaker haben einen Durchmesser von 5 cm und eine Leistung von 2x3 Watt bzw. 12 Watt Maximalleistung bei 120 Hertz. Mit 4 Ohm spielt die Soundbar zwar nicht in einer oberen Liga, jedoch sollte das bei diesem Preis auch niemanden verwundern. Der Sound selbst ist aber vollkommen solide. Wenn man direkt mit dem Ohr vor der Soundbar sitzt und diese langsam aufdreht, wird einem auffallen, dass der Sound gerade im oberen Bereich nicht ganz klar ist. Hier und da merkt man ein ganz leichtes Kratzen, egal ob beim TV schauen, Blu-ray schauen oder am PC zocken. Es ist nicht störend und macht den Sound nicht gänzlich schlecht, jedoch merkt man hier den Unterschied. Hier kommt die Soundbar dann schon so langsam an ihre Grenzen. Sobald man 1 bis 2 Meter von ihr wegsitzt, fällt es einem aber auch nicht weiter auf. Grundsätzlich werdet ihr zu den Standardlautsprechern, welche in eurem TVs verbaut sind, definitiv einen Unterschied merken. Zwar hätte meiner Meinung nach gerade beim Bass etwas mehr Wumms gut getan, unterm Strich bietet uns die Gravity RGB Soundbar hier aber eine solide Vorstellung ohne ein richtig großes Highlight. Ein Highlight hingegen ist jedoch die vielseitige Kompatibilität. Hier habt ihr die Möglichkeit, die Soundbar direkt über 3,5 mm Klinke zu verwenden oder eben wireless über Bluetooth. Auch bei der Stromversorgung seid ihr flexibel. Entweder ihr betreibt die Soundbar am PC über einen USB-Anschluss oder ihr nutzt einen USB-Netzstecker und koppelt die Soundbar mit eurem Smartphone. An der Soundbar selbst lässt sich dann auch noch ein Headset oder wahlweise ein Mikrofon anschließen. Ein weiteres Highlight speziell für Gamer dürfte das Design und die RGB-Beleuchtung sein, die diese Soundbar zu einem absoluten Hingucker macht. Auf der Oberseite der Soundbar ist ein Touchknopf installiert, über diesen ihr die Beleuchtung einstellen, aber auch wieder ausstellen könnt. Selbstverständlich könnt ihr auch die verschiedenen Modi hier einstellen. Denn hier gibt es auch wirklich einige nette Spielereien wie soundgesteuertes, pulsierendes Licht, RGB-Regenbogeneffekt, dynamischer Farbwechsel oder auch eine feste Farbwahl lässt sich hier einstellen, indem man den Touchknopf erneut drückt, nachdem im Farbwechselmodus dann die Farbe aufleuchtet, welche man dauerhaft haben möchte. Durch Drücken des mittleren Rades schaltet ihr die Soundbar ein. Als Standard wird zunächst Bluetooth aktiviert. Habt ihr die Soundbar mit einem 3,5 mm Klinkenkabel verbunden, müsst ihr das Rad erneut einmal kurz drücken. Insgesamt ist die Bedienung aber recht simpel und überschaubar. Doch kommen wir mal zum Fazit. Wer eine hohe Flexibilität bei der Nutzung schätzt und wem dreistellige Preise abschrecken, der sollte hier absolut mal einen Blick riskieren. Speedlink bietet hier eine wirklich solide Soundbar im Einstiegsbereich, welche eure Standardlautsprecher in Rente schicken wird.
Das Design und die RGB-Beleuchtung machen sie zu einem absoluten Hingucker. Für 39,99 € ein absolut fairer Preis. Leichte Abzüge gibt es hier bei der Soundqualität, speziell bei lauteren Tönen im oberen Bereich, wo man ein ganz leichtes Kratzen vernehmen kann. Hier geht ihr dann etwas die Puste aus. Auch werdet ihr bei dem Preis keine hochwertigen Materialien erwarten dürfen. Das ist zwar nicht schlimm, sei aber zum Schluss noch einmal erwähnt. Ich hoffe, wir konnten euch etwas Licht in das Dunkel bringen. Wir bedanken uns selbstverständlich bei Speedlink für die Bereitstellung eines Exemplars. Für heute soll es das gewesen sein. Mein Name ist Gerrit, ich bin von GameContrast.de. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Zockertag und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.